Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir stehen bei dem, was wir alle am liebsten haben, zwar bei einem Hobby. Und zwar Hobby aus Vogtbeck ist ja bei uns oben im Norden, waren wir erst vor kurzem. Genau. Und wir finden den Laden hier schon so gut gemacht und die haben eine Qualität. Wow. Hinter und uns steht der eine Neuheit, ne? Eine Neuheit, der Maxxia Band 680 ET. Und den stellen wir euch wann vor? Nach dem Intro. So, nachdem wir die Standgenehmigung bzw. die Genehmigung, dass wir das Fahrzeug betreten dürfen, eingeholt haben, schauen wir uns doch mal das neue Fahrzeug eigentlich mal an. Aufgebaut auf dem Crafter, also VW. Das ist halt alles VW-like, natürlich standardgemäß immer gute Qualität. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, die Sitze zu drehen, ist natürlich auch klar. Im Dinette-Bereich hier vorne, da ist der Tisch etwas kleiner, allerdings würde ich sagen, ist es ausreichend. Der Beifahrer kann gut angebunden werden, das finde ich gut gelöst. Wir haben überhalb des Fahrerhauses noch ein großes Fach. Da kann man noch eine ganze Menge Klamotten verstauen. Und dann schauen wir uns hier mal rüber auf die Bedieneinheiten. Natürlich das Truma Einet Panel. Und natürlich haben wir hier die gewohnte Hobbysteuerung. Immer sehr modern. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es die auch noch komplett digital. Also da kann man halt noch mehr mit App und so weiter steuern. Lassen wir mal einfach ein Raumgefühl wirken. Man muss hierzu sagen, dieses Fahrzeug ist ein Vorserienmodell, also so ein genannter Prototyp. Man versucht halt erstmal das ganze Fahrzeug dann in Serie zu bringen. Aber ich finde, es ist schon sehr, sehr gut gelungen. Wir haben ein riesengroßes Bett. Die Maße des Bettes müssen wir einblenden. Wir können mal in die Fächer reingucken. Die Klappen zur Seite. Also sind relativ tief. Man kriegt, glaube ich, eine ganze Menge rein. Man muss hier nicht rollen, würde ich sagen. Man kann seine T-Shirts doch so gut verstauen. Ansonsten die gewohnte Hobbysteuerung, auch hinten die Lichtschalter. Man kann halt fast das ganze Fahrzeug steuern. Mit diesem Licht. Auch zu dieser Seite große Fächer. Hinten noch eine Ablagemöglichkeit. Ja, schauen wir uns mal das Bad an. Das Bad kommt daher, dass das Waschbecken natürlich klappbar ist. So hat man natürlich mehr Platz auf der ganzen Geschichte. Hier haben wir die Toilette. Der Deckel ist drehbar, das heißt, man kann sich es auch so hindrehen, wie man dann sitzt auf der Toilette. Die Dusche ist mit Lamellen hier. Also das heißt, man kann sie zuziehen. Ist sehr leichtgängig. Und somit haben wir auch keinen Duschvorhang, der da irgendwie am Körper kleben bleibt. Zwei Duschabläufe, eins auf der linken Seite, hintere Seite und eins auf der vorderen linken Seite. Je nachdem, wie man halt mit dem Fahrzeug steht, läuft das Wasser auch gut ab. Dann schauen wir uns doch nochmal den Küchenbereich an. Hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze zu erweitern. Auch das Ganze hier ist schön mit einer Metallhalterung. Das heißt, das ist nicht so instabil. Wir haben Schubladen, beziehungsweise das ist jetzt eine Klappe für die Versorgung. Und darunter sind natürlich dann die Schubladen. Und auch hier haben wir Softclose. Klar, die Klappe hat jetzt kein Softclose, das muss aber auch nicht sein, weil es ist ja nur eine Versorgungsleitung. Der gewohnte Dometics-Kühlschrank geht zu beiden Seiten auf. Sollte zumindest. Jetzt haben wir es. Ja, es ist ordentlich Platz. Klar, zum Rausnehmen oder so muss man sich natürlich bücken. Der ist natürlich nicht in Stehhöhe angebracht, aber die Frage ist, ob man das braucht oder auch nicht. Ich würde sagen, für mich würde es jetzt in der Richtung erstmal nicht stören. Ich finde den Kühlschrank auf der Seite ganz gut. Hier zu dieser Seite, also sprich zur vorderen Seite, fände ich es nicht so perfekt. So, hier natürlich noch der Zweiflammenkocher
und das Waschbecken. Hier ist der Wasserhahn klappbar nach unten. So sparen wir uns Platz und können dann den Wasserhahn verschwinden lassen. Unterhalb der Sitzbank befindet sich auch noch ein Fach. Ja, hier haben wir natürlich die Technik drinne, Truma, die Heizung ist dort drinne, der Frostwächter. Aber ich denke, auch dort kann man noch so ein paar Kleinigkeiten unterbringen. Das muss man halt im Einzelfall dann sehen, was genau man da unterbringt. Auch von außen haben wir natürlich noch ein Fach. Hier gibt es Ablagemöglichkeiten. Allerdings muss man dazu sagen, an dieses Fach wird man wahrscheinlich nur gut von außen rankommen. Denn wenn der Van geschlossen ist, dann ist dieses Fach nicht so gut zu benutzen. Dafür aber kann man dort Dinge reinpacken, die man halt ständig draußen braucht. Also es ist auch eine gute Sache. Auch von hinten müssen wir uns das Fahrzeug natürlich nochmal anschauen. Wir haben hier auf der rechten Seite ein Fach. Und zwar ist das Gasfach. Hier ist gleich ein Auszug dabei. Man kann halt die Gasflaschen dann dementsprechend hier rausziehen, was natürlich viel einfacher gestaltet ist, die Gasflasche zu wechseln. Gut gelöst. Und zwar einmal zur linken Seite eine schöne Schublade. Klar, wenn was reingeladen ist, kommst du natürlich dort nicht dran, aber da sind auch Sachen meistens drin, die man ja nicht so oft braucht. Hier drunter auch noch ein Ablagefach, schön vielleicht für Schuhe. Und ansonsten eine super Durchlademöglichkeit. Da ist ordentlich viel Platz. Auch dort oben rechts und linke Seite befinden sich noch Fächer. Die zeige ich euch gleich nochmal. Genauso wie auf dieser Seite wieder Schubladen. Also Schubladensysteme haben sie hier ganz viele eingebaut. Ich habe einfach mal hier die Schränke aufgemacht und man sieht, auch hier gibt es noch eine Menge Staumöglichkeiten. Und dadurch, dass wir uns in einem sehr modernen Fahrzeug befinden, haben wir natürlich auch hier USB, sogar USB-C, also dafür ist vorgesorgt. Das ist schön. Freut uns als User eines Smartphones. Der Maxxia Van 680 ET. Ich muss immer mal wieder nachlesen, weil das ist ein neues Modell, eine Messepremiere, Messeneuheit. Und hier zeigt Hobby, wie es funktionieren kann, wie man einen VW Crafter vernünftig umsetzen kann. Ich habe mir mal die Schubladen, die hier sind, ja, angeschaut. Ich bilde gerade mal ein Foto auf. Auch sie haben natürlich die Schwierigkeit, dass da eine Leiste, so ein Kasten lang geht, wie im klassischen Grand California, aber die haben sie nach oben gepackt. Das heißt, du hast unten wirklich Fläche. Du musst deine Sachen nicht rollen. Das habe ich auch schon gesagt, genau. Wirklich also wie das hier aufgebaut ist. Hier fühle ich mich wohl. Ich muss sagen, in einem Crafter fühle ich mich immer, beziehungsweise in Grand California fühle ich mich, als wenn ich im Arzt bin. Also eine Arztpraxis, eine fahrende Arztpraxis. Sehr steril. Das hier ist schön wohnlich gemacht. Richtig schön. Hast du denn die Messe, die Länge und alles schon gesagt? Nein, das habe ich noch gar nicht gesagt. Also wir haben hier 6,83 Meter in der Länge. Die Höhe ist bei 2,85 Meter. Also insgesamt wunderbar stehen. Ihr merkt ja, hier steht drin. Ja. Richtig toll. Und dann die Breite 2,04 Meter. Und ja, was will man sagen? Ne? Also Masse im fahrbereiten Zustand 3326. Das ist natürlich nicht viel Zuladung, das muss man einfach wissen. Alle Details findet ihr natürlich auf hobby.de, ne, da findet ihr alle Informationen. Und für euch noch, das ist auch wichtig, der Grundpreis, so wie er jetzt hier dargestellt werden würde, 89.750 Euro. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.